Meine Lieben, ich bin Kathleen, Kathleen Gavlich, und ich habe das große Vergnügen, heute die Geburtstagsbande von Claudia Schaumann einzulesen. Und da handelt es sich um eine kleine Gruppe von Freunden, die auf eine geniale Idee kommen, wie der Titel schon verrät, und dabei allerhand Abenteuer erleben. Um nicht zu sagen, auch Blödsinn anstellen. Und das erinnert mich doch sehr an meine Kindheit, und da bin ich doch sehr gern dabei. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich. Lou dachte an die herrliche Wild-Wild-West-Party, die sie heute zusammen gefeiert hatten. Es war noch besser gewesen, als sie sich das im Scheunenstaub vor sich hinträumend ausgemalt hatte. »Das wär's«, sagte sie. »Stellt euch vor, jeden Tag Berge von Würstchen, Chips und Keksen und Süßigkeiten. Jeden Tag lachen statt lernen.« »Keine Mathearbeitsblätter«, seufzte Rio und schob seine Stirnfalten Richtung Haaransatz. Lou kicherte. »Und Pelle trägt jeden Tag Cowboystiefel.« Pelle wackelte mit der Hüfte und rief, »Jeehaw!« Lou drehte eine zerzauste Locke um ihren Zeigefinger und schnupperte an der Strähne. Da war er, der beste Duft der Welt, nach Lagerfeuer und nach Festefeiern. »Ich hab's!« platzte sie plötzlich heraus. »365 Mal im Jahr Geburtstag?« rief Pelle und lachte laut über seinen Witz. »Ja«, rief Lou und grinste breit. »Ganz genau das.« An der Geburtstagsbande gefällt mir, dass es anfänglich eine kleine Gruppe von Freunden ist, die auf eine geniale Idee kommen. Natürlich geht einiges schief, was man ja so auch kennt. Es geht natürlich gut aus, nicht weiter verraten. Und was dieses Buch mitbringt und was ich sehr schön finde, ist, dass man vielleicht doch nochmal einen zweiten Blick wagt, wenn einem jemand komisch vorkommt. Dass man vielleicht jemanden nicht von vornherein ablehnt, sondern mal guckt, was eigentlich dahinter steckt. Und dann geht meistens eine Überraschungskiste auf. Und so viel kann ich schon mal verraten. Diese Gruppe, die anfänglich aus drei Leuten besteht, wird immer größer.